Welcome to my channel, zu einem neuen Video auf dem Kanal. Endlich, ihr habt darauf gewartet. Heute kommt endlich raus, wer hat das Gewinnspiel gewonnen. Gerade noch im Internet. So, das gibt es zu gewinnen von mir. Ein Bicycle Rider in Rot. Vom Chesmo dazu kommt noch das Blaue. Das ist aber nicht das, weil er unterschreibt dann noch. Und der Gewinner von euch, so dann aus kann sagen, auf die Folie oder die Folie aufmachen, innen unterschreiben, hinten, vorne, Seite, Lieblingskarte unterschreiben. Egal was, sagt es uns, wir möchten das für dich. Aber bevor wir über das reden, müssen wir zuerst mal herausfinden, wer das eigentlich gewonnen hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch gerade mal den ersten Bewerber oder Mitmacher, keine Ahnung, wie man dem sagt. Stark war irgendwie. Also hätte ich nicht gedacht, dass man das so gut herbekommt. Merci vielmals, hast du mitgemacht. Und jetzt gibt es noch ein Video. Das ist mir zugeschickt worden per Mail, YouTube-Link. Bei dem ist irgendwie komisch. Das ist von Major Boy. Das Video ist, glaube ich, irgendwie schon wieder offline. Ich habe das Video vorher abgeladen, ich habe es irgendwie gegangen. Und das ist jetzt auf dem Kanal oben verlinkt, nicht mit rechts natürlich. Hier oben ist verlinkt. Das ist jetzt einfach noch ein paar Tage, irgendwie diese Woche noch, ist es online, dass ihr es einfach einmal das Ganze könnt anschauen könnt und dann wird es offline genommen. Ich hoffe, das passt für dich, Major Boy. Aber es wäre einfach schade, wenn ihr das ganze Video nicht könntet anschauen könnt. Und ich zeige euch jetzt einfach den Part, um was es geht, jetzt. Wir kommen jetzt zu der Bewertung und zwar gibt es drei Kriterien. Und zwar erstens Distanz, zweitens wie schön das die Ausführung ist, also wie schön das aussieht und drittens wie clean, also wie viel ist runtergefallen, wie viel hat er können fallen. Und wir fangen gerade an. Und zwar beim ersten Bewerber. Ich muss mir sagen, ich bewerte von 1 bis 10 und von der Distanz her hat er glaube ich etwas so weit gemacht, so weit, irgendwie so. Ist für die kurze Zeit eigentlich voll stark, voll in Ordnung. Würde ich sagen, geht irgendwie 7 Punkte. Dann teilen wir zwei beim Major Boy. Der hat etwa die Distanz gemacht, also die gibt es schon mal 8 Punkte. Oder wir geben ihm sogar 9 Punkte für das, weil das ist wirklich nice gewesen. Dann, zweiter Punkt. Wie hat es ausgesehen? Bei Teilnehmer 1 hat es wirklich voll gut ausgesehen, ist konstant und so. Geben wir ihm wieder. Nein, nicht wieder, wir geben ihm 8 Punkte, weil das ist wirklich, ich habe es schön gefunden. Und im Major Boy, ja, geben wir 5 Punkte. Kommen wir zu der Kleinheit, wie viel ist gefangen worden. Geben wir Teilnehmer 1. Geben wir wieder 8 Punkte, kommen wir auf ein Total von 16 plus 7, 23 Punkte. Und für den Major Boy gibt es für die Kleinheit. Wir geben ihm 1 Punkt, weil Messi hast mitgemacht, aber hättest vielleicht das Tutorial schauen sollen. Ja, ist jetzt halt so, kommst du nur 1 Punkt. Sind im Gesamten 1 Punkt plus 5 Punkte, sind 6 Punkte, sind 15 Punkte. Das heisst, das Deck geht an dich da hinten. Piu, piu, piu. Gratulation, schreib mir, was du hast auf Insta, privat oder irgendwie, melde dich einfach. Sag, was hättest du gerne auf dem blauen, was hättest du gerne auf dem roten Deck, also von mir und vom Jazz. Sollen wir überhaupt unterschreiben auf der Folie, innen dran, irgendeine Karte? Unsere Lieblingskarte oder und dann auf der Lieblingskarte vorne, hinten oder auf den Joker rauf.
wie du willst, einfach sagen, wir machen es für dich. Dann würde ich sagen, ist das schon wieder gewesen für heute das Video. Mit einem Brief zu bekommen, Flaschenpost. Liken, abonnieren, würde mich mega freuen. Für euch in Nieren. Like, wenn ihr auch Nieren habt. Das war schon wieder gewesen für heute. Und ciao. Hä?